Wenn wir in die Berge wollen, sollten wir in Nahua Bat vielleicht ein wenig Ausrüstung kaufen. Ich möchte nicht, dass uns ein Unwetter dort oben überrascht und wir haben nicht einmal einen Zeltplaner. Ja, mit Sicherheit kein schlechter Vorschlag. Aber mir hat bestimmt ein paar Münzen dafür über. Ich glaube auch. Ich bin nicht mehr der Kapitän. Suamin muss bezahlen jetzt. Ja, aber jetzt Aber lädst du uns ein, weil du so großzügig bist ich und von denke gutem nicht. Charakter. Nein, ich denke, ich wollte die Kasse der Schiffskasse nicht mehr. Ihr Sulamin, habt ihr seid. Geld? Aber für einen Horasier ist es doch eine Ehre, für seine Freunde aufzukommen. Es zeugt von, nun, einer gewissen Modernität, einer Lebensart und Dann Weise. rückt doch mal ein paar von euren Edelsteinen heraus. Nun, ich bin ein Horasier ehrenhalber, kein Horasier. Also. Euch gebührt selbstverständlich der Vortritt, aber Nein, nein, mir. nein, nein, nein. Wir bezahlen das schön aus der Schiffskasse. Ich denke Rafim, auch, was? das ist angemessen, da wir ja alle davon profitieren. Ich bin auch nicht euer Mäzen weiterhin. Wie stellt ihr euch das vor? Also, ich habe nichts aus der Schiffskasse mitgenommen. Ich habe natürlich ein wenig von meinem eigenen Gold dabei, aber das kann ich dann im Nachhinein einfach von der Schiffskasse abtragen. Ich habe auch nur etwa 4000 Dukaten, also Edelsteine in Dukaten dabei. Geht ja nicht. Ja, warum reist du denn so leicht, Boltox? Ja, Na ja. also geradezu wie ein Bettler. Ja. Na Was ja. wäre passiert, wenn wir jetzt auf einmal eine Kutsche kaufen müssten? Na ja, Abel mir hätte den Mann bezahlt, wie Dann immer. Ja. hätte er noch 3.500 Dukaten in Edelstein. Vielleicht hätte ich Mach eine die. schöne Kutsche gewollt. Dann hätten wir Abel mir als Pfand da gelassen. Sicherlich nicht. Nun wollen wir einmal schauen, was hier auf der Straße bleiben. Gebt mir mal bitte einen W20 auf der Zufallstabelle. Einer oder alle? Einer. Ist noch Komm einer einfach mal Begegnung. geworfen. Dann nehme ich gleich den nächsten. Möchte jemand als Schicksalspunkt für die 3 ausgeben? Wir wissen nicht, was die Bedeutung so Ich sein. weiß, Richtig. das ist ja das Also. Lustige. Ja, ihr könnt sehen, wie vor euch auf der Straße drei Pilger unterwegs sind. Allesamt in rote Reihergewänder gehüllt, sehr einfache Roben, irgendwie selbst gefärbt, möchte man meinen. Und stolzieren da gerade über die Straße euch entgegen, kommen wohl, ja, sicherlich aus Nahua Bad, vielleicht sogar von einem der Keschals. Wie viel Verkehr ist denn auf der Straße, dass uns das auffällt? Also viel Verkehr ist hier nicht. Zorgan, klar, ist eine große Stadt. Die meisten, also wenn überhaupt, dann sind es Bauern, die dann hier mit ihren großen, ja, ob es Reis ist oder Getreide, irgendwelche Früchte wie Orangen oder Äpfel, was auch immer dann hier angebaut wird. Das sind, wenn überhaupt, Bauern. Aber zu dieser Tageszeit sind dann diese Reisenden dann hier, ja, vielleicht, was heißt ungewöhnlich, aber also es ist nicht so viel los wie in Gareth, natürlich nicht. Und wir haben Firon, also so viel wird auch nicht geerntet, aber ja. Dann würde ich einfach nur Raja zum Gruße ihn zurufen und mein Pferd in Schritt fallen lassen, denn man trabt nicht an Fußgängern dicht vorbei. Ah, die hohen Schwestern und der hohe Vater. Wollt ihr nach Kishanasori? Warum fragt ihr? Kommt ihr von dort? Wir kommen von dort. Es ist erstaunlich, großartig. Wir wollten gar nicht wieder gehen. Wisst ihr, was auch erstaunlich und großartig ist? Sage ich und komme auf dem Reitstrauß näher, krame dann einmal in meiner Tasche und ziehe eins von den kleingedruckten Büchlein Boltags Höllenfahrt heraus. Lest das! Es ist erstaunlich und großartig. Seid ihr Und auch ein werf Pilger? das gewissermaßen. Das sieht mir schwarzmagisch aus. Das Nein, fasse ich nein. nicht an. Es geht darum, jemand errettet worden ist aus den Niederhöllen. Mit den Niederhöllen haben wir nichts zu tun. Das ist sehr Die gut. beiden, die beiden, die drei Diener deuten dann so ein bisschen abwehrend und einer zeigt dann auch auf Boltax und dann auf Zulamin guckt da so ein bisschen hin und auch auf Asaban. Nehmt ihn fest, er ist mit den Niederhöllen im Bunde.
Was für ein Unsinn. Euch ist schon klar, dass ich mit den beiden Reihergeweihten reise, oder? Und im Gegenteil nichts mit den Niederhöllen zu tun habe. Ich bin ein großer Held. Nichts von dem wir wüssten zumindest. Nun, was ist denn in diesem Kloster vor sich gegangen, was so großartig ist? Es ist einfach die Massagen. Ihr müsst es euch vorstellen, die Massagen. Und eine heiße Quelle, mitten in einer Höhle. Die Lichter, die Geräusche, die dort an dich herandringen. Und dann wirst du durchgeknetet von dieser Bademeisterin. Ich schaue fragend zu Lamin. Außerdem stellen sie hervorragendes Parfüm her. Riecht doch einmal. Schnuppert an mir. Schnuppert an mir. Nun, dann verwundert mich nicht, dass ihr euren Aufenthalt sehr genossen habt. Und ich hoffe, ihr seid auch der Göttin näher gekommen. Wie riecht er denn? Er riecht ganz hervorragend. Ich nehme einmal Stoll Nummer 5 heraus, parfümiere mich auch damit ein. Wollt ihr auch einen Spritzer hiervon? Ich gebe ihm einen Spritzer von Stoll Nummer 5. Oh, das ist das zwergische Aroma. Sehr gerne. Ihr seid euch ganz sicher, dass er nicht mit den Niederhöllen im Bund ist? Naja, was meint ihr mit ganz sicher? Was? Sie verstehen deinen Humor nicht. Aber ich bin witzig. Ja, definitiv. Ach, ihr seid wie Jisnan. Jisnan erzählt auch mal laute und lustige, derbe Witze. Ja. Das ist der beste Masseur. Den solltet ihr für euch... Guckt euch doch mal eure Muskelberge an. Ihr solltet bei Jisnan vorsprechen. Er hat genau den gleichen Humor wie ihr. Ja, wunderbar. Meint ihr, wir haben Zeit, Kapitana? Nun, wir werden sehen, wie es sich ausgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einmal im Kloster übernachten. Ja, das wäre ganz hervorragend. Meister Zwerg, es riecht etwas nach Pilz. Seid ihr euch sicher, dass es so sein soll? Oder ist es abgestanden? Oh ja, das ist ein wundervoller Duft. Ihr riecht ganz hervorragend. Viel besser als vorhin noch. Oh. Also gut. Ihr da, ihr habt auch noch keinen Spritzer davon bekommen. Ja, und ich würde die einmal in einer schönen Wolke einduften. Ja, so, viel besser. Einer schnuppert so ein bisschen. Etwas Asche, Schmalz, Kohlenstaub und etwas Metallisches. Ist das nun Chrom? Ist es nicht? Nein, es ist Kobalt. Ja, sagen wir einfach, es ist Kobalt. Sehr gute Nase. Ihr habt einen herausragenden Geruchssinn. Wenn Boltax so sein Parfüm großflächig versprüht, macht Sulamins Pferd einen Satz nach vorne und es ist nicht ganz zu entscheiden, ob Sulamin den Befehl gegeben hat oder ob es sich bei dem erschreckt hat. Ein sehr nussiges Aroma, möchte ich meinen. Man kann das verbrannte Holz tatsächlich spüren. Oh, ganz richtig, es ist Walnussholz. Da legen wir sehr viel Wert darauf. Nun, weil die Walnuss gewissermaßen wie wir Zwerge ist. Harte Schale, aber im Herzen etwas Köstliches und Wundervolles. Ah, ja. Aber nun genug dessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Reist vorsichtig und liebe Grüße. Ja, und wenn ihr gefragt werdet, ja, ich bin der Boltax. Ich gebe noch ein Autogramm auf das kleine Heftchen, was ich Ihnen gegeben habe. Ich bin übrigens der Alrik. Ja, nicht der Ilrak, sondern der Alrik? Der Alrik. Ja, wenn man von Alrik spricht, dann meint man meist mich. Ich verstehe. Ja, mein Herr, dann seid ihr aber ganz schön umgiebig. Ja, das bin ich wohl. Und ihr solltet dringend mal eure Hände bei euch lassen, was man alles über euch hört, du. Schlimm. Ein ganz schlimmer Finger. Ja. Also gut, dann lasst euch nicht von den Klapperschlangen beißen. Ja, und lasst ihr euch nicht von den Bettwanzen beißen. Ja, lasst euch nicht von den wilden Widdern in 4 Teile reißen. Heil mit euch. Und mit euch. Wir gehen jetzt erstmal nach Zorgan. Oh, ich habe gehört, da gibt es sehr gutes Schmalzgebäck. Okay, so könnt ihr weiter wandern. Auf eure Reise. Nach gut einem Tag der Reise an Zorgan vorbei könnt ihr tatsächlich an die große wilde Hecke heranreiten. Da hat wohl zahlreiche
ja, zahlreiche Brandspuren, die ihr da wohl erkennen könnt. Und immer noch sind irgendwelche Gärtner dabei, mit den Ranken herumzugehen, irgendwelche, ja, Sachen zurückzuschneiden, die dann wie Tentakel herumpeitschen. Aber eine große Lücke an der Straße reicht dann eben so aus, dass man vorbeireiten kann. Die Hecke ist natürlich schon seit Jahren in Bearbeitung, aber seit Jahren wuchert sie auch immer wieder zu. Also irgendein böser Zauber, vielleicht aus dem Farschuruch, der dann ja im Süden von euch sich erstreckt, der dann wohl hier dafür sorgt, dass das noch nicht ganz so vernichtet werden kann, wie es eigentlich gedacht war. Ich schüttle traurig den Kopf und meine zu Serpentilio. Amateure, nicht wahr? Im Ganzen so zu begegnen. Nun, ihr müsst sehen, es ist ein sehr großer Bereich, der hier abgearbeitet werden muss. Naja, aber... Nun, es ist doch pervertierter Humus, nicht wahr? Der Vermutung nach, ja. Na, so wäre Eis die beste Möglichkeit, damit umzugehen. Ihr müsst allerdings bedenken, dass die allgemeine dämonische Durchdringung der Umgebung dafür sorgen könnte, dass elementare Anwendungen unstabil werden. Warum zeigt ihr ihnen nicht, wie es richtig geht? Oh, ich würde ja gerne, aber aus unglücklichen Umständen musste ich in der vergangenen Nacht einen Djinn beschwören und habe jetzt leider... ich bin nicht auf der Höhe meiner Kraft. Nun, das ist bedauerlich. Der Kampf gegen die Dornenhecke ist eine hoffnungslose Sache. Sie ist einfach nicht tot zu kriegen. Vielleicht sollte man die Symptome nicht die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen. Nun, daran arbeiten wir, nicht wahr? Ihr wollt den Hexenwald abfackeln? Nun ja, ich denke nicht, dass der Wald dafür verantwortlich ist, sondern etwas anderes. Wer weiß, was diese Hexen in ihren Waldhütten ausbrüten. Wir sollten beim Wald anfangen, ihr habt recht. Leider haben wir dafür keine Zeit. Zu schade drum. Nur wenige Meilen weiter westlich erstreckt sich dann die Grenzstadt Nahuabad, die wohl ehemals von Iphemia regiert worden ist, die dann allerdings sich als eine der ersten ergab, beziehungsweise die Seiten wechselte und dann aufgrund ihrer Treue zu Aranien befördert wurde. Ungefähr 1000 Einwohner, die sich dann hier versammeln, zumindest nach dem Schild, was hier aufgestellt worden ist, in den Boden, in den staubigen Boden gerammt wurde, ja, könnt ihr auf einen kleinen Hesinde und einen Fex-Tempel treffen, der nicht wirklich glanzvoll ist, sondern nur das Nötigste bereithält, aber einen großen Raya-Tempel, der hier aufgebaut worden ist und euch dann eben als zum Verweilen einlädt. Die schöne Göttin ist wohl als Schutzherrin der Stadt auch bestellt worden und ja, so werden euch die Pforten aufgetan, wenn ihr dann entweder hier oder aber in einem der Gasthäuser übernachten mögt. Es gibt zusätzlich auch einen Zar- und einen Marbor-Schrein, sodass man dann auch dafür sorgt, dass das verursachte Leid, was vor einigen Jahren hier grassierte, bekämpft werden kann, dass man sich dessen erinnert, aber auch, dass man die neue Chance wieder sieht. Und so, ja, könnt ihr an einem der teuren Gasthöfe anhalten und eure Pferde erstmal abstellen. Bietet der Raya-Tempel Übernachtungsmöglichkeiten? Dann das klang gerade so. Also, du kannst dich da auf alle Fälle über Nacht hineinziehen, aber deine Begleiter nicht. Asaban selbstverständlich auch. Ansonsten verweist man auf die zahlreichen Gasthäuser. Dafür sind die auch da. Aber selbstverständlich können reisende Pilger, also andere Raya-Geweihte, dürfen selbstverständlich auch hier übernachten. Hier gibt es ja einen Palast, oder? Ja, einen kleinen. Von Iphemia. Ehemaligen, ja. Kleinen Palast. Ja. Naja, Nahuabad wird jetzt von wem anders brigiert werden, genau, oder? Genau, also das ist immer noch in Beirunat. Da wurde irgendein neuer Beirun bestellt, nachdem Iphemia dann befördert wurde. Naja, wir haben halt eine Sultana bei uns, also... Visira, ja. Ach, ich komme damit immer durcheinander. Sorry, diese Titel sind nicht meins. Ich muss auch befördert werden, dann ist das kein Problem mehr. Ist richtig. Daran arbeiten wir ja. Ja gut, dann du hast natürlich recht. Eigentlich wäre das eine logische Anlaufstelle für uns. Also Herberge vielleicht, wenn wir weniger Aufmerksamkeit wollen, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen, wirklich unauffällig zu sein.
Naja, also es gibt halt ein paar Pilger. Wie gesagt, ihr habt jetzt auch drei auf eurer Rückreise getroffen. Jetzt gerade ist nicht so sehr viel los, weil wir, wie gesagt, vier Runen haben. Aber wenn du willst... Ich überlege halt gerade, was das Naheliegende wäre. Also ich meine, normalerweise agiert man schon seinem Stand gemäß und ich denke, dann wäre es wahrscheinlich logisch, beim Palast aufzulaufen, oder? Ja, besteht denn irgendeine Notwendigkeit, dass wir uns heimlich verhalten? Weil eigentlich ja nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Also wir sollten ein bisschen darauf achten, mit wem Asaban redet, aber das müssen wir in der Herberge genauso. Richtig. Ja, ihr könnt dann vor den Beiruns oder den Beli-Palast herantreten und seht, dass da Wachen vorstehen vor einer zweiflügigen Tür. Halt! Wohin so? Wohin wollt ihr denn? So spät des Abends. Ja. Nun, dies ist Vizira Zulamin al-Shababra von Janka. Sie bittet um Gespräch mit dem Beirun. Mit der Beli? Gewissermaßen, ja. Genau, guter Mann. Ja, seid ihr angemeldet? Also sind das Visiergeschäfte? Davon wurde uns ja gar nichts gesagt. Nein, wir sind nicht angemeldet, aber wir würden uns trotzdem über ein Gespräch beim Abendessen und eine Unterkunft freuen. Eine Unterkunft? Für eure Begleiter auch, ja? Ja, natürlich. Natürlich. Ich werde mal fragen, ob sie euch empfängt, aber ich kann da nichts. Wartet hier kurz. Und dann verschwindet er einmal hinter der zweiflügigen Pforte, während der andere euch so ein bisschen interessiert anblickt. Ich hole mal eine Autogrammkarte von mir raus, eine von den Karten, die von mir gemacht worden sind, und drücke sie ihm gönnerisch in die Hand. Ja, ich bin der Echte. Aber pst, verratet das nicht, sonst will euer Freund hier wahrscheinlich auch noch eine. Und ich habe nur noch drei Stück. Die müssen ja noch für den Weg reichen. Okay. Das ist eine Silberrandkarte, die ist eine ganze Menge wert. Er schiebt sie sich unter den Gürtel. Danke. War kein Problem. Das dann hole ich ein paar Bios-Blumenkerne raus und es naschen wieder ein bisschen. Ja, es dauert ungefähr 5 Minuten, dann könnt ihr wieder sehen, dass sich der Baron, dass der Wachmann sich so ein bisschen am Kopf kratzt und die Tür wieder aufzieht. Ja, es ist wohl okay. Aber lange ist sie nicht mehr wach. Das freut mich ja, dass das okay ist. Ich meine, schließlich ist es ja nicht so, als wären wir in Al-Anfa, hätten vor dem Patriarchen gestanden oder an Zorgan, vor der vor vielen wichtigeren Gestalten. Ja, richtig, oder vor Rohaya, der Königin persönlich. Kaiserin, ne? Ja, nee, da stand ich tatsächlich noch nicht. Fuß ins Mittelreich muss ich jetzt nicht setzen, aber hier, Rafim. Oder habt ihr nichts verpasst? Sie ist eine etwas anstrengende Persönlichkeit. Also ich weiß wie gesagt nicht, was ihr mit der Beli besprechen wollt, mit der Bayruna, aber die Visira sagt, ihr sollt schnell machen, weil sie muss bald ins Bett. Wie alt ist sie denn? 6? Oh. Naja, aber dann ist es ja ganz vorbildlich, dass sie bald ins Bett will. Ich auch. Ja, natürlich. Ich denke auch. Gut, dann können wir die Pferde hier lassen, dann werden wir uns ihr noch die Aufwartung machen und sie nicht von ihrem wohlverdienten Schlaf abhalten. Ich habe sogar extra ein Geschenk, ein kleines Kindermärchen aus Kunchom. Ja, ihr seid ja gut vorbereitet. Natürlich, natürlich. Ja, die Tür wird wieder zugemacht und dann könnt ihr durch den Beirunspalast treten. Boltax war schon mal hier. Und Rafim. Und Abelmir. Ja, ihr könnt dann in so etwas wie ein Kinderzimmer geführt werden, also zu dieser späten Stunde nicht mehr in den Thronsaal von dem Baron oder der Baronin. Könnt dann da sehen, wie auf dem Bett bereits in ein Sternengewand gehüllt ein kleines Mädchen sitzt. Hallo, meine Visiere hat gesagt, ich bekomme noch Besuch heute Abend. Ja, ganz hallo. Genau. Ich bin die Visira von Janka, erst seit kurzem, und deswegen wollte ich euch kennenlernen. Ich bin Aisha von Nahuabad.
Aber eigentlich Sonja Sephira, aber das soll ich nicht mehr sagen. Wieso nicht? Naja, weil das ja egal ist. Das ist wichtig, dass ich jetzt von Nahuabad bin. Das ist ja mein Adelstitel. Also ich bin Aisha. Sehr Hallo gefreut. Aisha. Wo sind deine Eltern? Die sind tot. Aber mir, das ist eine sehr indiskrete Frage. Oh, es tut mir leid für euch. Die wurden gefoltert. Und gevierteilt. Ihr scheint euch wenig zu kümmern. Ich habe lange geweint deswegen. Naja, was haltet ihr so persönlich von Holzpferden? Mag ich gerne. Ja. Guck mal, ich habe da drüben auch eins, da reite ich immer drauf. Ja. Wolltest du dich auch mal draufsetzen? Rafim schätzt ganz wunderbare Holzpferde. Ja. Darf ich eins sehen? Aber ich glaube, wenn er sich auf deines setzen würde, dann würde es wohl zerbrechen, denn er ist wirklich sehr groß. Ja, das sehe ich. Ihr würdet mich mal auf den Boden setzen vor ihrem Bett und bin vermutlich immer noch größer als sie. Höchstwahrscheinlich, ja. Warte mal, mein Beutelchen hier. Gucke, das habe ich am Anfang geschnitzt. Siehst du, wie es noch drei Hörner hat? Ja, sind das die Ohren? Das kann man voll erkennen, wenn man Fantasie hat. Hast du auch Fantasie? Ja. Ja, aber ich bin besser geworden. Siehst du, das hier hat nur ein Ohr. Aber darf ich das haben? Klar. Danke, das ist voll nett. Die kann ich anmalen. Ich habe ganz viel Farbe. Da kann ich morgen machen. Das ist toll. Und ich habe dir noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ein Buch. Das ist ein Märchenbuch aus Kunchom. Und die Legenden erzählen, dass es magisch ist. Und während ich das sage, hole ich halt das Buch hervor und ich zaubere natürlich ganz kurz einen Flimflam in der Farbvariante über dem Buch, sodass es, wenn ich es ihr übergebe, einmal kurz so aufstrahlt. Ich schnaube im Hintergrund verächtlich. Ist egal. Oh, okay. Ich darf eigentlich keine magischen Geschenke annehmen, sagt meine Visierer. Das sollen alles vorher die... Wir haben zwei Magier, die untersuchen das vorher. Keine Sorge, wir wollen euch nichts Böses. Nein. Es soll euch einfach nur Spaß bereiten. Ja. Dann lasst eure Fantasie liegen. Kann mir ja meine Visiere nachher vorlesen. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Idee. Ein sehr aggressives Räuspern von der Tür. Seid ihr die Visierer? Die Visierer von Nahuabad, nehme ich an. Korrekt. Melisit. Melisit. Und ihr seid die Helden, die zu solch später Stunde die Beli nun bei ihrer abendlichen Geschichte stören? Held ist so ein geladenes Wort, findet ihr nicht? Seht ihr, Beli, wir sind Helden und deshalb sind unsere Geschenke auch nicht schlimm, wenn sie magisch sind. Eure Visierer hat es gerade gesagt. Nun, habt vielen Dank, dass ihr uns diese Audienz zu so später Stunde noch ermöglicht habt. Wir werden die Beli selbstverständlich nicht länger aufhalten. Danke. Sie ist uns unerträglich, wenn sie morgens aufsteht und nicht lang genug geschlafen hat. Bin ich gar nicht. Bist du wohl, Ruhe. Wer ist das nicht? Sie ist so ein süßer, netter und herzensguter Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unerträglich ist. Das sechsjährige Kind zeigt auf Serpentilio. Wie alt bist du eigentlich? Du siehst aus wie 80. Serpentilio lächelt verhalten und sieht aus, als hätte er sich gerade an irgendwas sehr Großem verschluckt. Alt genug, um diese Frage nicht beantworten zu müssen. Ungehörige. Ich habe Bethania. Wir haben Geschäfte hier, nicht wahr? So wie ich vermute, seid ihr nur hier, um die Kosten der Gasthäuser zu umgehen. Folgt mir also, ich kann euch zwei Zimmer kann ich euch zur Verfügung stellen, die könnt ihr dann aufteilen, wie ihr mögt. Genug Betten sollten da sein. Nun, offen gestanden war ich tatsächlich neugierig, wer inzwischen in Nahuabad die Herrschaft inne hat. Denn, nun ja, wir regieren ja wohl gemeinsam die Elburische Halbinsel. Oder versuchen es, korrekt. Beli Aisha Sonja Sephira von Nahuabad zu Zorgan. Und ich bin sicher, ihr seid hier eine wertvolle Stütze. Bin ich.
sagt, dürften wir auch euren Namen erfahren. Ansonsten ist es so unverbindlich. Ich meine, ihr kennt uns als die Helden. Belised, auch das wurde schon genannt. Ihr müsst aufpassen. Ja, Entschuldigung. Ich war vielleicht etwas unaufmerksam, Visira Belised. Nun, dann wollen wir doch die junge Beli hier nicht länger stören. Ihr meintet ja selbst, dass es ansonsten abträglich für ihren Schlaf wäre. Und wir unterhalten uns noch ein bisschen. Oh, aber die Visira wollte ihr doch die Geschichte vorlesen. Oder habe ich das falsch verstanden? Folgt mir. Ja, und damit winkt sie euch, geht tatsächlich von der Tür weg und schreitet durch den Flur. Ulamin winkt dem kleinen Mädchen noch verstohlen hinter dem Rücken seiner Anstandsdame zu. Hier würde mich noch einmal rüberbeugen. Er ist so alt, er hat vergessen, wie alt er ist. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Er ist ihm aber peinlich, erwähnt's am besten nicht, sonst wird er ganz rot im Gesicht. Okay, schlaf du auch gut. Ja, gute Nacht.